Ushtrasana ist die Stellung des Kamels. Ushtrasana gehört zu den Rückbeugen, Mittelstufenniveau. Ushtrasana hilft insbesondere, Oberschenkel, Hüfte, Bauch und Brustkorb flexibel zu machen und auch in den Schultern weit zu werden. Ushtrasana gehört bei Yoga Vidya zu den Mittelstufenstellungen. Ushtrasana kann auch manchmal die Bogenstellung ersetzen, wenn Frauen zum Beispiel schwanger sind oder aus anderen Gründen den Bauch nicht belasten wollen. Rafaela ist schon in Ushtrasana, aber ich werde es nochmal in Ruhe ansagen. Ausgangsposition ist der Fersensitz. Im Fersensitz atme ein paar Mal tief ein und aus und halte dich so in deiner inneren Mitte. Dann komme zum hohen Fersensitz, Uttita Vajrasana, das heißt, hebe das Becken hoch. Die meisten Anfänger werden hier die Knie etwas auseinandergeben und dann fasse mit einer Hand auf eine Ferse und mit der anderen Hand an die andere Ferse. Wölbe dabei den Brustkorb nach vorne und wenn du keine Nackenprobleme hast, lass den Kopf locker nach hinten hängen. Solltest du entweder Nackenprobleme oder Schwindelgefühle haben, dann hältst du den Kopf oben und hältst auch die Stellung nicht so lange. Achte dabei darauf, dass die Hüften gut gedehnt sind. Atme tief mit dem Bauch ein und aus, bleibe weich im Bauch und stelle dir auch vor, dass die Lendenwirbelsäule lang ist. Öffne dich vom Brustkorb her, stelle dir vor, dass du vom Herzchakra weit bist und spüre auch die Dehnung in den Schultern und die Öffnung in der Kehle. Ushtrasana entwickelt die Flexibilität in Oberschenkel, Hüfte, Bauch, Brustkorb, Schultern, stärkt die obere Rückenmuskulatur, öffnet Anahata Chakra, das Herzchakra in besonderem Maße, aber auch Bauchchakra, Manipura Chakra und Vishuddha Chakra. Wenn du die Stellung länger hältst, wird oft ganz natürlicherweise die Konzentration zum Ajna Chakra kommen. Die Stellung ist also eine öffnende Stellung. Kamel gilt auch bei den Arabern als ein fast heiliges Tier, mindestens ein Tier, das sehr stark verehrt wird. Im Deutschen wird Kamel als Schimpfwort bezeichnet, aber sowohl in Rajasthan, also in nordwestlichen Indien, wie auch in allen Wüstenregionen, wird Kamel im Gegenteil als sehr positiv gesehen. Kamel ist ruhig, Kamel hat Geduld, hat eine gewisse Ausdauer, ist auch genügsam, hat aber auch eine gewisse Würde. Man kann Kamele nicht mit Gewalt dressieren, sondern mit viel Liebe kann man die Zuneigung des Kamels gewinnen. Mindestens wurde mir das so in Indien gesagt. Und Kameltreiber sowohl in Arabien als auch in Indien behandeln ihre Tiere mit großer Ehrerbietung. Kamel, Ushtrasana, gibt es in vielen Variationen. Du kannst als Anfänger auch statt an die Füße zu fassen, die Hände an die Hüften geben und so Becken nach vorne, Brustkorb nach oben, Schultern nach hinten geben. Und auch wenn du nicht so weit kommst wie Rafaela, ist das eine schöne Weise. Du kannst auch die Hände in den Kopf falten. Und dabei kommt der Kopf nicht so weit nach hinten, was manchmal bei Menschen mit Schwindelgefühlen und Nackenproblemen eine schöne Alternative ist. Du kannst auch, statt mit den Händen an die Fersen zu fassen, mit den Händen an die Fußsohlen fassen. Und das ist dann schon mal etwas weiter. Oder du kannst sogar mit den Händen hinter die Füße fassen. Für Fortgeschrittene gibt es das Kamel mit Umgriff. Das heißt, du hebst die Arme nach oben und gibst dann die Hände nach hinten und fasst dann auf diese Weise mit den Händen auf den Boden. Hier ähnelt Ushtrasana letztlich auch Supta Vajrasana. Dabei kannst du auch noch weitergehen und mit den Händen zu den Füßen gehen. Und eventuell irgendwann mit den Händen an die Füße fassen und sogar die Ellbogen auf den Boden geben. Eine andere Variation wäre, von hier
die Hände dann um den Bauch oder die Oberschenkel geben. Ushtrasana, gerade wenn du es länger hältst, hat es in sich und gerade die fortgeschrittenen Variationen findest du auch beschrieben auf wiki.yoga-vidya.de/ushtrasana. Oder schaue nach in der Yoga Vidya App, die es ja sowohl für iPhone, iPad im Apple Store gibt, wie auch für Android Phones und Android Pads im Google Android Play Store oder auch einfach im Play Store genannt. Ushtrasana, also eine schöne Rückbeuge. Vielleicht noch ein Wort der Vorsicht. Achte immer darauf bei allen Rückbeugen, dass die Rückbeugen nicht in der Lendenwirbelsäule wehtun und auch nicht in den Hüftkreuzbeingelenken. Die Rückbeugen dürfen die Oberschenkel gut dehnen, den Bauch dehnen, Brustkorb dehnen, dürfen die Rückenmuskeln anspannen, aber sollten für Lendenwirbelsäule und Hüftkreuzbeingelenke immer angenehm sein. Wenn es dir schwerfällt, selbstständig eine Variation zu finden, die diese Bedingungen erfüllt, dann frage doch deine Yogalehrerin und deinen Yogalehrer. Wenn es dir gefallen hat, klicke auf Daumen hoch, gefällt mir, teile die Sendung mit anderen. Dieses Video ist Teil des Yoga Vidya Asana Lexikon. Alle bekannten Asanas in allen bekannten Variationen bekommen ein Video und die wichtigeren auch ein längeres. Ushtrasana gehört zu den 84 Hauptasanas bei Yoga Vidya und so war dieses ein etwas längeres Video zu diesem Asana.